Freunde. Noch ein kleiner Mini-Lunzer hier für Super Bowl Special hier. Dr. Taze hat uns hier 4 Fleisch-Patties mitgebracht. Die hat er schon vorbereitet. Ne? Brötchen hat er uns hier mitgebracht. Ein Söschen fürs Höschen hat er uns hier vorbeigebracht. Hier. So, hier ist er nochmal. Schaut mal gut aus. Und natürlich ein bisschen Raclette-Tomat-Käse 5000. So, jetzt haben wir hier mal das Fleisch. Das sieht ja hier nicht ganz normal aus. Was hast du damit angestellt, ne, mein Freund? Ja, das hast du richtig erkannt und daran merkt man auch, warum er Grillmeister heißt. Also, vielleicht sieht man das hier so am Rand. Ich habe diesen Käse gefüllt, beziehungsweise ich habe diese Patties gefüllt mit Camembert und in den Camembert habe ich noch frische Trüffel hineingestellt. Wo ist jetzt unsere Trüffeldose? Das macht ja nichts. Die trüffelt vor sich hin. So, das heißt also, ich habe den wirklich gefüllt mit ganzen Trüffelscheiben, Trüffelsaft und Camembert. Und dann seht ihr auch, das Fleisch hier ist auf 7 mm. Ich salz doch mal ein bisschen von außen, ne? Und das werden wir uns dann schmecken lassen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. So, und dieser, das, was wir hier machen, ist quasi der Almighty Imperial Style. Das ist also ein Burger, den wir schon in Dubai und St. Moritz gemacht haben. Und jetzt die Weltpremiere hier bei euch in der Grillshow. Ja, bin ich aber gespannt. The Almighty Imperial Style, nur mit Trüffel und Trüffelsoße. Okay, hier haben wir eine Soße. Was ist da nochmal drin? Also da ist nur gute Sahne drin, Butter und frischer Trüffel und zwar jede Menge frischer Trüffel. Wir werden es verlinken unten in der Box für diese Soße. Und das hier dein Geheimrezept. Die The Almighty Soße, die dieser Art von Burger den Namen gegeben hat. Okay. Darf man fragen, aus was hier ungefähr gemacht ist, so, dass man das für die Zuschauer natürlich ein kleines Grundrezept so ein bisschen halbwegs zustande kommen könnte? Also Mayonnaise ist sicherlich eine vernünftige Basis und dann ein paar gute Gewürze, vielleicht ein paar Zwiebeln rein und so weiter. Dann kann man sich schon nähern, aber ihr könnt auch jede andere Burgersoße, ich bin mir sicher, die Grillshow also hat auch schon Burgersoßen. Das ist quasi die Burgersoße zur Trüffelsoße. Genau. Ne? Ja, und dann wird das einfach nur auf den Grill gepackt. Kein Salat für die Girls diesmal dabei? Nein, Gottes Willen. Ausgezeichnet, dann ab an den Grill und zünden. So sieht's aus. Direct Heat von unten. Alle drei Brenner einfach angeschmissen. Bei Kohle einfach nur Heat von unten. Fertig. Ne? So, die 4 Dinger da anlunsen. So, das läuft, würde ich sagen. Hier schön ein bisschen andrücken. Und dann mal zünden lassen hier. So. Und oben, da packen wir gleich die Brötchen drauf, auf das Warmhalteroster im Grill. Aber erst später. Erstmal mal kurz, ein paar Minuten so. Und wenn die Flames steigen, kann man es mal wenden. Wow. Ja, optimal geworden. Ihr seht, es wird fettig, der Käse. Der lunzt da drin schön vor sich hin. In dem Fleisch versteckt. So, und jetzt können wir die Brötchen oben warm halten. Oder ein bisschen anrösten, ein bisschen backen. Ne? Einfach vollpacken und unten den Raclette-Käse drauf lunsen. Auf die 4 Lümmel des Glücks. Ganz genau. Da zündet es auch schon schön. So, hier nochmal eine Fahrt vorher hier. Boah. Ausgezeichnet. Deckel schließen und gucken, was passiert. Und das gucken wir natürlich auch. Die Ingrill-Kamera zeigt, wie es unterm Deckel aussieht. Zeigt also, dass das Licht unten auch anbleibt. Und hier. So, fertig ist der Lümmel. So, aufs Tellerchen drauf lummeln. Den nächsten auch hier geblieben. Wer wird denn wohl? Nicht abhauen. Lasst euch nicht verarschen von den Bürgern. Nehmen und ab aufs Brett hier. Teller. Mhm, ganz genau. Vielleicht können wir die Brötchen oben auch ablunsen. Ganz genau. Einfach nehmen hier und einfach da drüber schieben hier. Ihr seht, kross und lecker wie vom Bäcker. Ganz genau. So, wir fangen jetzt hier an. Den Burger, Brötchen hier von Dr. Fett. Manche nennen ihn auch Professor Taste. Ne? Ah. So, ne? Ich hab die jetzt hier hin. Wie geht's denn weiter? So, jetzt nimmst du die gerne. Almighty Burger Soße. Oh, das ist die hier hinten, oder was? Das ist die, genau. Das ist hier mit Mayo, Zwiebeln, irgendwie sowas. Ihr könnt auch jede Burgersoße. Ich denke, die Grillshow hat sicherlich auch ein tolles Burgersoße-Rezept. Haben wir mal schon gemacht, bestimmt hier. Und das Video wird zum Beispiel von euch sowas, ne? Verlinkt. Das kommt jetzt da drauf, ne? Genau, da haust mal schön okay. Was drauf. So. Oh, wie reicht das für alle? Ja, schwenk einfach aus. Es müsste eigentlich für 4 Brötchen helfen. Ein bisschen sparsam erstmal. Nein, pass auf. Klatsch ordentlich was drauf. Ja, hat hier genau gepasst, würde ich sagen. Ne? So war es gewollt.
auf jedes ein schönes Patty setzen. Ja, kommt sofort. Ich habe hier mal ein Gäbelchen. So, und wie ihr seht, vorne mal an. Haben wir auf die Patties noch eine schöne Scheibe Raclette-Käse gesetzt. Mhm. Deswegen läuft der auch so richtig schön rüber. Ja, wir haben ja noch ein paar andere Exemplare. Da läuft sogar noch mehr, Freunde. Ja, auf jeden Fall. Auch von innen läuft es da. So, kommt zu Daddy. Genau. Und hier drauf geballert. So, als wenn die Sonne das Matterhorn im Morgen taucht. Und jetzt lacht der Nächste ja auch vor uns hin. So. So macht's so der Grillmeister. Ganz genau. Oh, ein bisschen Soße fürs Höschen, ne? Der kommt ja auch noch mal drauf. So. Oh ja. Also, wir haben hier diesen heiligen Gral des Glücks hier. Mit Trüffelsoße. Die Soße, das Rezept wird unten im Video verlinkt, ne? Das gibt's ja mal Preis, ausnahmsweise, ne? Total. Und da gibt's auch ein Video drüber. Ja, sehr gut. Video von schon dir. Abgedreht. Sehr gut. Schon so. Im Sack. Einfach drüber, oder was? Und zwar reichlich. Da komme ich zwei Löffel pro Lümmel hier. Dann können wir auch nicht zünden hier. Oh. Da geht's ab hier. Eins, zwei. Ja, ich denke mal, das ist gut so. Ne? Deckel drauf. Deckel drauf. Oh ja, genau meine Babys. So wie ich es mag. So, da hat der Kamerad sich hier was Feines ausgedacht. Ja. Wir schneiden mal einen an, würde ich sagen, oder? Kriegst mal hier rein. Du kannst noch ein bisschen erzählen, während ich das Messer hier sauber mache. Ja, mache ich gerne. Also das ist der Almighty Imperial Style, das heißt ein Almighty Burger mit Trüffeln gefüllt, mit Trüffelkäse gefüllt, mit Trüffelsoße. Ihr seht, der schwimmt in Trüffelsoße und den werden wir uns jetzt reinlonsen, wie das hier heißt. Natürlich auch von eigenen Rindern mit 25% Fettinhalt auf 7 mm gewolft. So. Und dann klappt das doch mal auseinander, ob das vernünftig aussieht. Ich versuche mal da drunter zu lunzen. Boah. Oh, man sieht die Trüffelscheibe, die Trüffelfüllung innerhalb des Burgers. Oha, sogar noch ein bisschen rosa von innen. Genau richtig. So, hier ist dein Lümmel bei. Ich danke dir. Hier Maske nach oben schieben. So. Ich tauche dir nochmal schön die Trüffelsoße ein. Ich hab gehört, die ist gut. Ne? Ja, lass es dir schmecken. So, probieren wir mal hier, ne? Lunsomat 5000. Rein unter die Maske. Eins kann ich euch sagen, Freunde. Scheiß auf eure Frauen, der braucht keinen Salat für die Girls. Die können die Girls auch so essen. Und die Männer auf jeden Fall. Also. Einfach geil. Woher nimmt ihr deinen Dr. Test? Professor Test Rezepte. Wie gesagt, diesen Burger haben wir damals in Dubai und in St. Moritz mal entworfen und der kam gut an und dann dachte ich mir, wo, wenn nicht anders als bei der Grillshow, soll ich den mal in Deutschland weltweit präsentieren und freut mich, wenn er euch schmeckt und ich beiß auch noch mal rein. Ja, Freunde, wie gesagt, Rezept unten in der Box, also zündet's euch. Aber geil. So. Taucht nochmal die Trüffelsoße, also dann schmeckt es besser. Na gut, ich tunk noch mal rein hier. Tunken doch, Freunde. Jetzt würde ich mal sagen, ab in den Hals. Geiles Fleisch, geiler Käse, geiler Geschmack. Geiler Typ. Ja, das wusste ich vorher auch schon. Und geiler Gastgeber. Ja, ganz genau. Ja. Und ein geiler Gast, muss ich sagen. Sag mal, cooler Gast, ne? Vielen Dank. Zünden. Bis bald, Freunde. Kleine Korrektur nochmal. Ihr sollt nicht auf eure Girls scheißen, sondern einfach auf das Gemüse. Ganz genau. Denn hier war Fleisch wieder im Vordergrund, so wie ihr es möchtet. Daumen nach oben und
einen Kommentar unten lassen und am Gewinnspiel teilnehmen. Natürlich müsst ihr Abonnent sein. Wie immer, Freunde. Also, kommentiert und lasst euch überraschen, was ihr überhaupt gewinnt. Ich weiß es selber noch nicht genau, aber lasst euch überraschen.